Jo Leute, damit herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Mapzelle, ganz allein im Singleplayer-Projekt hier, stehen wir auf unserem Acker, haben letzte Folge angefangen zu dreschen hier, da hinten gab es einen kleinen Bug, wenn ihr das sehen wollt, beziehungsweise da guckt einfach noch kurz zu, wir fahren da gleich jetzt nochmal vorbei, weil wir jetzt die zweite Runde vorgerennen fahren. Wenn ihr das sehen wollt, was der Drescher da für einen verrückten Scheiß gemacht hat, dann guckt euch die letzte Folge an, kann ich nur empfehlen. Wir fetzen jetzt hier mal schön unrealistisch mit 50 über den Acker. Und gucken mal, dass wir den Kollegen abtanken. Der ist vorgenommen gefahren. Gucken wir mal, ob der jetzt in der zweiten Runde wieder so einen Bug hat. Ach so, das war die Automatik, das war der falsche Knopf. Jetzt haben wir die Leuchtmann. Und jetzt muss ich aber erst nochmal gucken, wo wir das hinfahren. Wir haben jetzt drin Gerste. Wo bringt uns denn die Gerste am meisten? Wir sind beim Strom, beim Mist. Die Gerste beim Ponyhof. Ja, oder? Ja, der Ponyhof. Wo ist der Ponyhof? Gucken, Ponyhof ist da unten. Das ist jetzt ein ziemlicher Ritt. Wenn wir jetzt mal die große Karte aufmachen, wie wir da am besten fahren. So, Ponyhof, 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 da unten. Fahren wir hier gerade drinnen hoch. Da vorne auf der Kreuzung. Und fahren straight runter in die andere Richtung. Kriegen wir den hier gewendet? Ja, sauber. Könnte man sich fast überlegen, ob man jetzt direkt in den zweiten Anhänger investiert und in den zweiten Tanker mit dem Kredit. Was durchaus Sinn macht, würde ich sagen, weil dann haben wir gleichzeitig auch schon wieder anfangen zu sehen. Also das machen wir aber glaube ich mit dem Felsen. Und dann könnte man direkt während wir dreschen auf dem einen Acker auf dem anderen schon ansehen. Ich glaube, das wäre einfach dann werden schneller heute. Dafür an. Ihr wollt ja auch was sehen, wir wollen ja nicht jetzt hier 5 Folgen lang dreschen und 5 Folgen lang ansehen. Da kommen wir ja auf keinen Grund. Also werde ich, denke ich mal, noch einen zweiten Beitrag kaufen, dann haben wir jetzt auch die gleichen Ideen hier. Da liegt gerade für 190.000 der Ausstattung und das ist fast Vollausstattung, so wie der jetzt hier läuft. Der 250 PS, das kriege ich bei keinem anderen. Das ist schon, also ich glaube, der Steyr kann das auch, aber der ist schon echt gut dabei für das Geld, was er kostet. Das ist schon echt ein klassischer Bau. Der fährt ruhig, der verbraucht nicht zu viel. Macht einen guten. So, wieder links. Hab die Map im 17er gespielt. Im 19er noch gar nicht. Beziehungsweise einmal kurz angespielt, da wollte ich mit dem Multiplayer-Projekt machen. Dass wir ohne Crossplay keine Multiplayer anfangen. Das macht natürlich auch nicht Multiplayer, aber weil diese Feldränder so komisch sind, die sind so schräg, da kriegt irgendwie keine Hilfe richtig hin. Das heißt, wir hätten ja alles selbst fahren müssen am Anfang mit der kleinen Maschine und alles selber dreschen, alles selber wieder pflügen und so. Da hat man keinen Nerv zu, weil ein großes Projekt machen auf der Map und das funktioniert eigentlich nur mit Crossplay. Das ist ja ein bisschen schade. Laufen, dass wir einen LKW kaufen, vielleicht sogar, dass wir einfach 80 fahren.
ist sehr, sehr viel. Ich sehe gerade, ich glaube, ich habe den Bahnhof gekannt und fahren. Ich hätte gerade ausfahren sollen, ne? Nicht gut. Nee, gar nicht gut. Der Ansatz aus mir steht jetzt gleich. Das ist natürlich doof jetzt. Dann sind wir schon oben. Zack, geht ganz schnell. Jetzt sind wir an der Tanke. Ich drücke dann in unsere Marionette. Gewehren, gefahren, überfahren, weil hier glaube ich kein Verkehr ist. Oder sehe ich da was vor uns? Ich hatte ein Auto. Kein Verkehr da. Das wundert mich gerade echt. Oder ist das einer von uns, ist nicht ein betonischer Angriff von uns? Das zieht sich echt ein bisschen. Ich kaufe direkt einen zweiten. Boah, langsam. So. Laden wir mal kurz ab. Und ich investiere direkt in einen zweiten Anhänger, bevor ich das vergesse. Und zwar diesen hier, der ist das, mit schwarzer Abdeckplane, weil er da einfach am schönsten aussieht. Auf Lizard-Reifen steht der, glaube ich, ja. So, wenn wir noch so einen Frontloader kaufen. Schon schön eigentlich. Steht Lizard drauf, das gefällt mir nicht ganz so. Vielleicht die bei den anderen nehmen, bei Diverses. Den Loader. Der ist vielleicht ein Ticken schöner. Gucken wir dann mal. So. Wir sind bei 0 rausgekommen. Ich glaube, wir haben 27.000 gemacht. Oh Gott, nee. Ich will jetzt keinen Mist kaufen. Wir haben, glaube ich, 27.000 Euro gemacht und haben 26.900 wieder ausgegeben. Ich habe es nicht genau drauf geguckt. Ich habe das nicht in der Ernte an. Ah ja, die wir mal vom Teufel spricht. Verkehr ist auch an. Klasse. Sehr, sehr dünner Verkehr. Wahrscheinlich, weil es nur 16-fach ist und der nicht genug braucht, ist mir gut. Und das wäre einfach ein bisschen ausgleichend. Und wie durchfahren können wir das Ganze. Ja, ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, auf was ihr Bock habt. Soll ich versuchen, mit einem Multiplayer-Projekt rauszukommen? Soll ich versuchen, ein Multiplayer-Projekt selbst vielleicht in die Gänge zu schaukeln? Mein Internet kann ich mittlerweile ab. Das Problem ist eher, dass ich nicht livestreamen könnte. Das heißt, wir müssten dann im Multiplayer alles spielen, also alles Let's Play machen. Laden, weil Livestream mit auf einem Server, weiß ich nicht, ob das mal runtergepackt. Das wäre dann für die anderen scheiße, wenn es anfängt zu enden. Ansonsten, was kann man noch machen? Habt ihr Bock auf BTS, auf den neuen Anfang? Oder habt ihr Bock auf was könnten wir noch spielen? Könnten die das Bug Mechanics, ich glaube sogar weiterspielen, weil ich die Welt noch habe. Müssen wir einfach mal gucken, worauf ihr Bock habt.
So, und jetzt fahren wir hier vorne mal aufs Feld drauf, tanken ab und kommen dann ins Auto. So viel Zeit muss sein. Also einmal hier in der Ortsschild. Über den Weg, durchs Getreide durch. Und jetzt steht er natürlich wie? Hätte er wohl. Das ist jetzt natürlich schwierig. Außer der hat dann hier irgendwas Komisches gemacht. Ah, der hat sogar der Platz gemacht damit. Oh. Hat der Platz gemacht, dass ich dran kann. Sehr edel, der. Oder hat er damit Wahnsinn? Ne, der scheint nicht Platz gemacht zu haben. Das interessiert mich jetzt, ob der jetzt wieder reinsteht. Hat er jetzt wieder rein in seine Spur? Das wäre natürlich richtig. Ganz kurz zugucken, was jetzt passiert. So, Rohr runter. Und jetzt? Der geht nicht mehr. Die erste Warte an. Sehr krass. Hat mehr Platz genommen. Also das hätte ich nicht gedacht. Das hat, glaube ich, ich habe Casper im 17er nicht so viel benutzt, aber das macht mich gerade ein bisschen. Boah. Abgebremst, von Hof drauf. Gucken wir mal, was die ganze Landschaft hier so für uns zu bieten hat. Da steht der Schieber an. Jetzt darf ich mal meine Rückkehr und Fahrskills unter Beweis stellen. Und einmal das ganze gespannt rückwärts stellen. So. Erst gesehen, es geht deutlich einfacher. Drehschienen müssen wir hier wirklich anziehen. Da muss man ja langsamer fahren. Da ist ja schon ganz angeknickt. Ich hätte schon Lust auf Multiplayer-Board. Mir fehlt das Gequatsche, wenn man hier Multiplayer so ein bisschen. Mir fehlt so dieser leichte Tor. Dran. Vielleicht kommt ja was im ETS. Oder vielleicht kommt auch was ins Krypto. Müssen wir mal gucken. Muss ich mal gucken, dass ich jemanden finde, bei dem ich vielleicht wünsche. Muss vor allen Dingen jetzt mal gucken mit dem neuen Internet, wie schnell es uploadet. Wenn der Upload das Problem nicht ist, wenn der schnell uploadet, dann könnte man natürlich auch gehen. Neigt sich schon wieder dem Ende zu. Ich würde sagen, mit diesem Bild verabschiede ich mich dann schon wieder von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Ciao.